Hallo meine Lieben, das Wichtigste an Metronics ist, damit man versteht und weiß, wie Metronics eigentlich arbeitet. Dazu schauen wir uns jetzt genau im Detail die einzelnen Funktionen an. Wir beginnen mit der Funktion Market. Die Funktion Market. Option 1. Wie ihr hier bei mir sehen könnt, verwende ich die Funktion Market, also die Option 1, ausschließlich im Cell. Warum? Man muss sich eins bewusst sein, mit der Funktion Market ziehe ich Bitcoin oder ziehe ich den Market Coin aus dem Markt. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich schwäche den Markt. Natürlich ist jeder von uns im großen Markt nur eine kleine Nummer, aber umso mehr Leute in der Funktion 1 traden würden, umso schwächer wird der Markt. Denn auf dem Markt entscheidet immer Angebot und Nachfrage, wie viele Order werden gekauft, wie viele Order werden verkauft. Und in der Funktion Market ist es natürlich so, dass wir unseren Gewinn immer aus dem Markt rausziehen. Was bedeutet, immer weniger Bitcoin, immer weniger Binance Coins, immer weniger Ethereum befinden sich im Markt und schwächen dadurch den Markt. Das bedeutet jetzt nicht, dass man mit der Option 1 keinen Gewinn machen kann, denn eben wie ich gesagt habe, wir sind nur ein kleines Rädchen in diesem Kryptozirkus, aber trotzdem ist es einfach, wenn man es im Detail betrachtet, so, dass eben die Funktion 1 Coins aus dem Markt zieht. Und dafür schauen wir uns jetzt einfach mal genau an, was macht die Funktion 1 eigentlich. Wir gehen hier in den Trading Slot Erd BNB. Ich habe mit diesem Slot in 16 Tagen 20% Gewinn gemacht und derzeit ist der aktuelle Abstand vom Startwert minus 9,23%. Ganz wichtig ist bei der Funktion Sell auch, weil wir gerade hier, weil es sich sehr gut anbietet, wenn ich die Funktion 1 nehme, oder es ist eigentlich generell so, der Sell-Bot arbeitet nur, wenn er im Plus ist und der Buy-Bot arbeitet nur, wenn er im Minus ist. Weil wir müssen natürlich immer den Startwert betrachten. Ich habe hier den Start von 7.750 und das Ende bei 8.650. Das bedeutet, wenn ich mir jetzt das Orderbuch anschaue, im Orderbuch ist es ja so, dass, wir schauen da jetzt kurz rein ins Orderbuch, das bedeutet, ich habe ja oben die Verkaufsorder und unten habe ich die Kauforder. Wenn ich jetzt natürlich den Markt nach oben hin beginne und der Markt fällt, dann ist es ja so, dass mein Startwert nach unten geht. Ich gebe hier einfach mal den ErdBNB ein, damit man das genau im Detail noch einmal sieht, wie sich das darstellt. Das heißt, mein Start war bei 7.700, also noch höher als hier, und der aktuelle Wert ist eben jetzt bei 7.150. Das bedeutet, der Start ist derzeit im Minus. Ist es ein Verkaufsbot, arbeitet er nicht. Hätte ich hier aber einen Kaufbot, also einen Buybot aber eingestellt, dann würde dieser Bot schon arbeiten, weil diese ja nach unten aufgehen. Das heißt, im Sellbot habe ich den Start hier und nach oben mache ich meine Verkaufsorder. Im Kauf, also im Buybot, mache ich eben den Start hier und mache die Kauforder nach unten auf. Deswegen, der Sellbot arbeitet nur, wenn er im Plus ist. Der Buybot arbeitet nur, wenn er im Minus ist. Das heißt immer dieser Abstand. Wie sieht das jetzt aber im Detail aus, diese 20% Profit? Wie schauen wir uns das einfach mal zuerst im Status an? Im Status sehen wir hier gleich einmal, eine Order wurde hier einmal nicht aufgelöst. Ich habe wahrscheinlich diese Order doppelt einmal genommen.
In diesem Fall, um das zu beheben, ich habe gerade geschaut, ich habe hier keine Coins mehr, aber er wollte hier die Sell-Order aufmachen. Also die Sell-Order wurde ausgelöst. Ich hatte aber anscheinend zu diesem Zeitpunkt keine BNB mehr. Das heißt, ich könnte das jetzt wiederholen. Das heißt, jetzt aktivieren noch einmal. Dann wird die Order noch einmal wieder ausgelöst. Weil ich habe jetzt hier 58 BNB zur Verfügung. Wir werden hier dann später gleich sehen, er wird eine neue Kauforder jetzt eben aufmachen und die dann später wieder hier auf die Position 8550 eben setzen. Wir schauen jetzt in die History, was hat dieser Bot jetzt eben gemacht. Wir arbeiten hier immer mit einer gleichbleibenden Coin-Anzahl. Das bedeutet, wir haben hier 30.000 ERD. Wenn wir bei der Order Nummer 1 bleiben, was jetzt hier die letzte Order war, dann haben wir hier die Order gekauft um diesen Wert. Und wieder die 30.000 verkauft um diesen Wert. Das bedeutet jetzt, der Kaufpreis waren 2,29 BNB. Und der Verkaufpreis waren 2,325. Das heißt, die Differenz aus dem Ganzen, die 0,03 BNB, die ich pro Trade Gewinn gemacht habe, ziehe ich aus dem Markt. Das heißt, mit jeder Runde ziehe ich 0,03 BNB aus diesem Markt heraus und schwäche dadurch den Markt. Weil angenommen, ich nehme jetzt diese BNB und eröffne damit einen Bot, zum Beispiel Algo BNB, dann würde ich aus dem Erd-BNB-Markt die BNB eben rausziehen. Der Markt wird dort immer schwächer, immer weniger. Also es müssten immer mehr Käufer kommen, um eben diesen Coin zu kaufen, weil ich ja mit jedem Order 0,03 BNB aus dem Markt ziehe. Wenn wir jetzt so einen Bot mit der Option 1 aufmachen möchten, gibt es zwei Möglichkeiten. Punkt Nummer 1 in der Funktion Kauf. Das heißt, ich nehme hier BNB, zum Beispiel Algo. Dann haben wir hier unten die Funktion Market. Würden wir das Ganze im Sell starten, ist es derzeit so, dass es sowieso nur diese eine Funktion Market gibt. In der Funktion Buy haben wir auch mehrere Möglichkeiten und da haben wir eben die Funktion Market. Aber es ist jetzt egal, ob wir die Funktion in der Funktion Buy oder in der Funktion Sell nehmen. Es hat immer denselben Effekt. Wir ziehen Coins in unser Wallet und schwächen damit den Markt. Ich kann hier zum Beispiel eingeben 10, einen Lot von 20, den haben wir jetzt schon standardmäßig. Dann kann ich hier den Startpreis natürlich auch etwas höher setzen, wenn ich denke, dass der Kurs jetzt hier steigen wird. Wichtig ist hier immer, um Fehler zu vermeiden, nicht hier den Step eingeben, sondern hier einfach auf Take drücken. Dadurch nimmst du automatisch 1%. Dein Risiko ist auf 20% und umso geringer dieses Risiko ist, also umso höher dieser Wert ist, wir könnten hier zum Beispiel auch einen Lot eingeben von 50, dann wäre das Risiko eben schon bei 50%, weil du kannst mit Metronix nur dann keinen Gewinn machen, wenn dein Trading-Slot aufhört zu arbeiten. Solange dein Trading-Slot arbeitet und für dich jeden Tag täglich Käufe und Verkäufe macht, machst du auch einen Profit. So, dann eben die Funktion Market, das heißt, wir machen immer dieselbe Funktion
und eröffnen eben den Kaufwert mit dem Verkaufwert immer in derselben Höhe und entziehen dadurch dem Orderbook Geld, schwächen dadurch den Markt. Schwächen ist natürlich immer relativ. Wir sind nur ein kleines Rädchen in dieser großen Kryptowelt, aber wenn man das, sollte man trotzdem immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wenn ich hier jetzt auf Save drücke, dann startet eben dieser Trading Slot auf Binance. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schreibt mir bitte in den Kommentaren rein, was euch am besten gefallen hat. Abonniert diesen Kanal. Wenn ihr irgendwelche Wünsche, Anregungen oder Beschwerden habt, was wir in Zukunft verändern sollten, schreibt es mir auch bitte in den Kommentaren. Alle wichtigen Infos und Links findest du unter diesem Video und ich würde mich freuen, wenn auch du zukünftig ein neues Mitglied unserer Telegram-Gruppe wirst. In diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin viel Spaß und Erfolg mit Metronix. Ciao, ciao.